Unentbehrliche Führungsmittel einer Armee sind topografische Karten. Kein Marsch, keine Übung, kein Flug, kein Schießen mit modernen Waffen, keine Gefechtshandlung ist ohne sie möglich. So werden sie hergestellt. Gravur, Ätzen, Belichten der Druckplatten sind nur einige der vielen Stationen, die eine Karte durchläuft, ehe sie aus der Druckmaschine kommt. Gegnerisches Feuer zwingt die Mod-Schützen zur zeitweiligen Verteidigung überzugehen. Das sind Aufnahmen aus einem neuen Film des Armeefilmstudios. In einer lehrreichen und interessanten Handlung zeigt dieser Film die Handlungen einer Mod-Schützengruppe bei der Abwehr eines gegnerischen Angriffs. Ab Januar 1964 befindet sich dieser Film unter dem Titel Durchbruch verhindert im Verleih. Einsturzgefahr drohte bei diesem Schornstein. Nur von oben kam der Essenbauer heran. Sicher hatte ihn der Pilot, Unterleutnant der Reserve Krönert, an der Leine. Ein Beispiel aus dem täglichen, vielseitigen Flugdienst der Interflug. Die Genosse Krönert verrichten heute viele Reservisten ihren Dienst bei der Interflug. Meteorologen sind die sicheren Wegbereiter jedes Piloten. Genosse Krönert empfängt die Wettermeldung für den bevorstehenden Start. Der Flugauftrag stellt ihm eine neue, interessante Aufgabe. Nachdenken lohnt. Langwierig mussten bisher Zahnkränze an Panzer vorgelegen, mit Pfeile und Schweißbrenner bearbeitet werden. Mit der vom zivilbeschäftigten Kollegen Wendel entwickelten Zahnkranzfräsmaschine ist es heute eine leichte Sache. Das Nachdenken eines Genossen nutzt der ganzen Armee. Das ist der Sinn der neuerer Bewegung. Diese Fräsmaschine wird in alle Panzerwerkstätten Einzug halten.
Zur medizinischen Betreuung bei Krankheit oder Unfall wird den Armeeangehörigen im Lazarett Bad Saro eine Behandlung durch erfahrene Ärzte und qualifiziertes Personal zuteil. Dieses Gerät zur Überprüfung von Gleichgewichtsstörungen besitzt Weltniveau. Solche modernen medizinisch-technischen Geräte stehen für den Gesundheitsschutz und zur schnellen Heilung allen Abteilungen des Lazaretts zur Verfügung. Sichere Hände sind zu jeder Stunde bereit. Alles wird getan, um den Patienten den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Schriftsteller bei unseren Grenzsoldaten. Unter ihnen Inge von Wangenheim, Benno Scholze, Erik Neutsch und andere bekannte Autoren. Es ging um mehr und bessere Bücher über das Leben der Armee, um Bücher, die uns helfen, unsere Soldatenprobleme zu lösen. Themen und Stoffe gibt es genug, erklärten die Soldaten und Admiral Ferner. Auszeichnung der deutschen Meister im Motocross. Die Genossen vom ASK Vorwärts Leipzig trugen in diesem Jahr wesentlich zur Hebung des internationalen Ansehens unseres Motorsports bei. Die Fahrer unter Offizier Weber, Unterleutnant Baumann und Oberfeldwebel Uhlich gehörten zum Beispiel der Mannschaft an, die 1963 die Six Days gewann und damit die nächste Weltmeisterschaft in die DDR holte. Hartes Training ist Voraussetzung für solche Erfolge. Wer rastet, der rostet, meinen Major Neumeister und die Trainer Hauptmann Rosenbrock und Rothe.